Na, ich habe ja vorhin auch ein Fazit gezogen. Ey, Linderhorn, kannst du nicht da hinten Kaffee holen? Nein, Mann, weil es kaputt ist. Mann, ihr geht mir auf die Eier. So, fangen wir von vorne an. Fazit, Kaffeemaschine kaputt. Nein. Stell die Frage nochmal und dann geht los. Also erstmal bin ich auf keinen Fall der Spaß-Onkel, sondern ich versuche schon Spaß zu vermitteln, das ist ein großer Unterschied. Spaß bei der Arbeit, Spaß beim Training hat ja nichts damit zu tun, dass man trotzdem Entscheidungen trifft oder Entscheidungen treffen muss. Das ist ja meine Aufgabe und die können ja nicht alle immer einfach sein, das muss man ja auch mal sagen, weil jede Entscheidung, die ich treffe, allein am Wochenende, ja, können halt nur 11 spielen, also muss ich allein, wenn ich einen Kader habe, schon mal 9 enttäuschen. Das gehört zu meinen Aufgaben. Aber am Ende geht es darum, Spaß in der Arbeit zu vermitteln und das gelingt uns ganz gut und nicht nur mir, sondern dem ganzen Team und das ist dann auch wichtig, aber nicht und das darf keiner verkennen. Also ein Spaßonkel bin ich bestimmt nicht und wenn man Musik anmacht beim Laufen, dann können Sie davon ausgehen, hat das einen ganz interessanten Hintergrund, weil ich kann Ihnen gerne mal die Daten geben, was da gelaufen wird. Das macht da keiner aus Spaß und Freude, sondern das sind Sachen, die wir brauchen für unser Spiel, für unser intensives Spiel und deswegen bin ich froh, dass die Jungs das so gut annehmen, wie sie es im Moment annehmen. Das wird nicht so sein, dass du einen Skiri und einen Jonas Hector von heute auf morgen ersetzt. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist einfach mit anderen Spielern diese Lücke zu füllen und vor allem im Kollektiv. Und genau so werden wir es auch angehen. Wir haben ein sehr gutes Kollektiv, wir sind sehr gut aufgestellt, auch in der Breite. Wir haben sehr viele Spieler, die sehr, sehr gut in der Entwicklung sind und wir wollen die beiden nicht ersetzen, sondern wir werden es mit anderen Spielern in einer ähnlichen Art versuchen, positive Ergebnisse zu fahren. Erste Ziel ist Klassenerhalt, zweite Ziel sind 40 Punkte. Und alles andere machen wir dann wirklich erst mit der Mannschaft.